ich heute irgendwie ein bisschen neben der Spur? Ach, das würde erklären, dass ich nicht so schnell vorankomme, denn neben der Spur kann man nicht so schnell und sauber fahren wie auf der Spur. Denn die Spur ist hier meistens asphaltiert und dann fährt man besser. Okay, jedenfalls, jetzt kommt Lüdenhill und die Clubman-Strecke. Lüdenhill, liegt mir das nicht? Ich weiß es nicht. Ha, mal schauen. Vielleicht ist ja doch der Mini schuld. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Obwohl, was war denn nochmal die Clubman-Strecke? Oh, ich glaube, ich weiß es wieder. Jetzt aber Konzentration, das wird schon. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Vielleicht war das ja gar nicht so falsch, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht klappt es ja dann dauerhaft nicht. Nee, ach, momentan halten wir ja ganz gut mit. Boah, sagte er und fuhr gegen die Wand. Na, kippte um und was weiß ich. Du bist während der Joker-Runde nur um eine Position zurückgefallen. Deine Gegner haben den Joker bereits absolviert. Warum fährt er jetzt die Joggerrunde, werden sich einige fragen. Die Antwort lautet, keine Ahnung. Ich war halt da, gerade in der Nähe. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Denn die zwei da vorne sind ja noch nicht die Joggerrunde gefahren. Ich mache auch schon wieder den gleichen Fehler. Ist doch furchtbar. Okay, dritter. Hoffentlich bleibt das mindestens so. Na? Na? Jawohl. Aha. Haha. War ja klar. Und dann gibt's noch eine Runde. Ich lerne auch nicht, ne? Das ist immer so ein Phänomen, was sich schon hier durch die ganze Rallye-Karriere zieht. Ich lerne nicht, habe ich das Gefühl. Na komm du Zweiter. Ich will dich haben. Okay, zu viel kloppen dürfte eigentlich auch nicht gut sein, weil wir fahren ja nicht nur gegen die anderen drei hier, sondern gegen alle. Und die anderen können ja auch ungestört weiterfahren in den anderen Läufen. Okay, das war der Lauf. Wir sind Zweiter geworden. Mal schauen, was das im Endeffekt... Juhu, Gesamtzweiter. Das ist auch so ein interessantes Phänomen, dass irgendwie auch die in der eigenen Gruppe immer am schnellsten sind. Zumindest hab ich das Gefühl, dass die irgendwie immer am schnellsten sind, die in der eigenen Gruppe unterwegs sind. Wie auch immer, wir sind Zweiter. Das läuft gut. Das ist vielversprechend. Ich bin beruhigt nach dem Desaster in Hüljes und ja, dann machen wir mal weiter. Dann ist Hüljes schuld. Der arme Mini kann doch nichts dafür. Und natürlich fahren wir den wieder am Start hinterher. Ist ja klar, das gehört ja auch irgendwie dazu. Oh, Erster. Wahnsinn. Ich bin ganz überrascht, dass wir auf einmal so die davonfahren. Und ich bin sogar noch nicht mal über den Curb da gefahren, der uns wieder die Fahrstabilität gekostet hätte. Beide Gegner müssen den Joker noch fahren. Und da ist uns ein Joker-Rundenfahrer abhanden gekommen hier gerade. Den holen wir uns wieder. Hoffentlich.
sagte, den holen wir uns wieder. Bleib stehen! Aha. Der altbekannte Fehler ist wieder da. Wer hätte es gedacht, wir sind wieder Letzter. Bisschen schieben. Vielleicht hilft's ja. Bezweifle ich ehrlich gesagt. Vor allem, wenn wir den anschieben, dann wird er ja schneller. Oh, das ging sogar gut. Wahnsinn. Huch. Ach, jetzt sind wir Dritter. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, das, naja, war okay, würde ich sagen. Ich hätte jetzt zwar mehr erwartet nach dem Start, aber... Dritter. Das dürfte uns einen mehr oder weniger sicheren Platz schon jetzt schon im Halbfinale geben. Denn da ist ja noch viel Platz nach unten. Bis zur, was war das, wie viele qualifizieren sich? 12 oder so? Ich glaube 12 waren das. Okay, gehen wir in den nächsten Lauf. Holen wir das Beste raus. Hoffentlich. Und natürlich einen misslungenen Start. Aber es gehört ja auch irgendwie dazu. Das Auto hinter dir fährt jetzt die Turbo-Runde. Jetzt haben wir uns wieder gleich nach der ersten Kurve an die Spitze geschoben. Wir haben ja gelernt, dass das nicht viel für den Ausgang des Rennens bedeutet. Nur ein bisschen was. Wenn man sowas macht zum Beispiel, dann können die ihn vorbeiziehen. Und man hat den ersten Platz eingebüßt. Dafür hat er uns geholfen, dass wir nicht wieder auf den Curb fahren und uns fast überschlagen. Das ist auch sehr nett von ihm gewesen. So ist das beim Rallye-Sport, da hilft man einander. Das ist schön. Aber da sind wir irgendwie der Erste. Vielleicht bleibt das ja sogar so. Aber man muss anmerken, wir sind die Joggerrunde noch nicht gefahren. Das machen wir jetzt in der letzten Runde. Das Auto hinter dir hat die Joggerrunde begonnen. Du musst als nächstes die Joggerrunde fahren, um eine Zeitstrafe zu vermeiden. Das stimmt, lieber Kollege, der da die Durchsagen macht. Ja, das ist der offizielle Begriff. Kollege, der da die Durchsagen macht. Das wissen die wenigsten, dass das der korrekte Terminus dafür ist. So, eine Joggerrunde ohne größere Zwischenfälle. Wir sind immer noch Erster. Zwar knapp, aber Erster. Ja, jetzt bloß nichts falsch machen. Leichter gesagt als getan. Wird ja wohl doch noch was. Jetzt bloß nicht über den Körb fahren. So. Haha. Den Lauf gewonnen. Mal schauen, was das für die Zwischenzeit bedeutet. Aha. Erster. Juhu, es wird noch was. Es ist Hoffnung da. Ich glaube, das kann was werden. So, jetzt kommt die letzte Runde. Und wir dürfen wieder reparieren. Und wir fahren die letzte Runde. Wir sind Erster. Das, ich glaube, da kann in der Richtung kann nicht mehr viel schief gehen. Aber wir wollen natürlich auch guten Platz dann im Halbfinale haben.
fährt jetzt die Joker-Runde. So, diesmal nach der ersten Kurve nicht gleich auf dem ersten Platz. Das wird noch. Den kriegen wir noch. Bisschen Gewalt. Und dann wird man auch schon wieder überholt von den anderen, weil man zu blöd ist, die Kurve zu kriegen. Jetzt aber. Und hepp. Und vorne. So geht das. Machen wir mal eine Joker-Runde. Muss ja auch irgendwann mal sein. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Position gehalten, gut gemacht. Ja, Position gehalten, der war gut. Ich hätte beinahe gelacht. Position gehalten, haha. Naja, zurückerobert, muss man ja korrekterweise sagen. Und dann kommt die letzte Runde. So, und dann haben wir es auch schon fast hinter uns, die Vorrunde, die Qualifikationsrunde. So wie es aussieht, sind wir wohl Erster geworden. Juhu, noch einen schönen Slide hinlegen. Sieht immer schön aus. Und damit wären wir Erster. Auch insgesamt, ne? Genau. Sehr schön. Dann gehen wir mit besten Startpositionen ins Halbfinale. Und hoffen mal, dass das da auch was wird. Wär schön. Denn wir wollen ja aufsteigen und wir haben ja gerade nicht gerade so eine gute Ausgangsposition, was die Meisterschaft angeht. Ach schade, ich dachte, wir wären schon wieder Erster. Ach, das wäre so schön. Boah, beinahe zu eng gefahren. Ui. Ah, jetzt aber. Komm schon. Bleib da hinten, lieber Mini, bleib da hinten. Also der blaue, nicht der rote. Der rote soll vorne sein. Das fände ich schön. Oh, wie stelle ich mich an? Oh, wie stelle ich mich an? Aua, aua, aua. Da schiebt der einen durch die Gegend. Hat er sich selbst in die Wand gesemmelt? Na toll. Wenn der jetzt durch diese Aktion jetzt uns das Finale verwehrt hat, dann werde ich aber, da werde ich aber böse. So böse ich halt werden kann, ne? Das Auto hinter dir fährt jetzt die Joker-Runde. Du bist während der Joker-Runde nur um eine Position zurückgefallen. Na toll. Deine Gegner haben den Joker bereits absolviert. Ab sofort hasse ich blaue Minis. Ich fahre doch ein Mini und ein blaues Auto schiebt mich weg. Also meine langjährige Mr. Bean-Erfahrung hat mich gelehrt, dass Minis eigentlich blaue Autos wegschieben müssen und nicht umgekehrt.
Ärgerlich. Dann ist man noch nicht mal selbst schuld. Doof. Doofer blauer Mini. Ich weise jegliche Schuld von mir. Ah. Ich bin wütend, das merkt man noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt zur letzten Event dieser Meisterschaft und ja, holen das Beste raus. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.